Hallo und willkommen zu einer neuen Folge GTA 5. Ich habe die Grafikeinstellung extrem auf hoch gesetzt, weil ich habe eine neue Grafikkarte, die RX 480 mit 8 GB. Und jetzt kann ich das alles schön auf hoch setzen. Ich habe Kantenglättung ausgemacht, weil ich habe gedacht, ja, lieber ein bisschen mehr FPS. Dafür habe ich hier Bildskalierung auf 1,25 gemacht. Das heißt, das ist jetzt quasi 25% mehr Auflösung als 1080p. Aber nativ sehe ich 1080p und ihr auch, aber ist dann halt quasi wie Kante, dass das alles ein bisschen schärfer ist. Naja, ich habe mal genauer wegen dem Auftrag geguckt. Das war, ich habe eine E-Mail bekommen, dass das irgendwie, dass ich da irgendeine E-Mail lesen soll. Jetzt habe ich mal genauer angeguckt, was die nein. Doch? Nein. Doch. Auf jeden Fall ist ein übelst langer Text. Die 4 Mastercards nehmen wir. So, jetzt wird da die Position geschrieben. Mehrstöckigen Parkhaus. Aber was ich ein bisschen schade finde, das wird nicht auf der Karte automatisch markiert. So, jetzt müssen wir es finden. Oberer Mehrstöckigen Parkhaus. So, ich habe ein bisschen. Da. Nee. Ich glaube, da unten wird ja geschrieben, was das ist. Bin ich vielleicht sogar in der Nähe? Warte, einmal genauer gucken. So. Ja, ja, ja. Ah, hier wird es sogar markiert. Okay. Ah, warte. Ist das? So, angucken. Nein. Puh. Muss man ein gutes Auge haben. Das ist es. Können wir gucken, ja, genau. Dann fahren wir mal dahin. Ah, komm, steck das Handy weg. Steck das verdammte Handy weg. So. Ich hoffe mal, dass die Ton- und Bildqualität in Ordnung ist. Ich lasse es auch nicht mehr über die CPU, sondern von über die AMD-Karte quasi aufnehmen. Über OBS. Oh nein, da, 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 da. So. Ah, hab so rum. Also sollte jetzt irgendwie, ups, die Bildqualität nicht so doll sein, also die Aufnahmequalität, dann kann es sein, dass die Einstellungen nicht optimal sind. Kannst du, dass das Spiel etwas so laut ist? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Spiel zu laut ist. Bei mir kommt das persönlich etwas zu laut vor. Machen wir das ein bisschen so. Ich hoffe mal, dass das jetzt für euch nicht so leise ist und für mich dann zu und ich halt zu laut bin, dass ich alles übertöne, aber ich hoffe mal nicht. Wie gesagt, ich habe das ganz kurz getestet, aber großartig viel getestet habe ich das nicht. Nur so 5 Minuten einmal alles richtig eingestellt. So, hier sollte ein Parkhaus sein. Da ist das Parkhaus. Kann ich da reinfahren? Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Genau, hier kann ich mal. Ah, Junge. Oh, sind das schon die? Die sehen schon extrem getuned aus. Das müssen ja die sein. Ach scheiße, eigentlich hätte ich mit, oh, ich kann einfach einsteigen. Kein Radio. Ich habe gedacht, jetzt wird irgendwie markiert, dass man. Muss ich jetzt dahin fahren? Und die jetzt alle hin und her transportieren? Warte, ich.
was man Emma macht, natürlich. Okay, wir müssen Muscle Car nehmen und nicht sowas. Wahrscheinlich ist das das Problem. Auf dem Foto ist das ganz auf dem Dach. Vielleicht müssen wir auf dem Dach fahren. Mal gucken. Da! Genau, schön auf dem Behindertenparkplatz. So wie ich es gehört. Ich meine, Trevor ist vielleicht ein bisschen behindert im Kopf. Aber es ist nicht. Ah! Jetzt kommt da auch was. Jetzt habe ich erfolgreich eure Zeit verschwendet. So. Man sollte auch vorher vernünftig lesen, bevor man hier Dingens macht. Ich richte mich... ich bin behindert. Ich sollte nicht auf die Markierungen achten. Die bringen eh nicht in eine falsche Richtung. Scheiß auf die Regeln. Boah, driften lässt er sich, glaube ich, kaum, oder? Obwohl, geht. Kann ich jetzt raus? Ja, ne? Ja. Gut, gut, Leute. War irgendwie, ich habe gedacht, damit kann man übelst driften, aber kommt man nicht so vor. Ja. Natürlich. Bei dem, wenn ich aufnehme, fahre ich wie ein letztes Stück etwas. Ich weiß gerade, dass der Polizei kommt. So. Sollte jetzt langsam Verfolgung weg sein. Lalalalala, es ist etwas langweilig. Ich hab mal auch überlegt, ob ich hier das GTA Redux Mod drauf tun soll. Redux, ich habe keine Ahnung. Das soll auf jeden Fall die Grafik enorm verbessern. Und vielleicht mache ich das, aber ich weiß nicht, ob das mit dem Safe Game noch kompatibel ist danach. Weil das soll ja auch sehr viele Gameplay-Änderungen machen und nicht, dass das Safe-Game dann nachher kaputt ist. So, hier kann ich schön auftunen. So. Tune wer die Scheiße auf. Arbeiter Extras, Lackierung. Vorbereitung auf Raupe. Ach so. Ah.
Ja, Panzerung, schusssichere Reifen, getönte Fenster natürlich, Turbo. Warum denn auch nicht? Eine Lackierung kann bleiben. Ja. Ja, er merkt schon den Turbo etwas. Oh, warte. Ich sollte mal meine Scheiß... Rocket. Markierung wegmachen, das irritiert. Das irritiert! Das ist natürlich ein bisschen langweilig. Und zuschauen, finde ich. Aber naja, was soll man machen? Die Vorbereitung gehört auch dazu. Vielleicht nehme ich noch heute ein neues Let's Play auf. Und zwar Fallout New Vegas, habe ich mir gedacht. Zu Let's Playen. Welche rein? Und da muss ich eine weiter. Achso, ich muss in das Gebäude rein. Wäre jetzt ein bisschen komisch gewesen, wenn ich erst ins Wasser reingesetzt hätte, so. Gerade frisch getunt. Ups, ins Wasser. Ach ja. Kann ich eigentlich schön parken? So, jetzt sollte ich das erfüllt haben. Wofür habe ich irgendeine Dinge sich geschafft? Bestanden, aber bestimmt dachte er jetzt. Nicht ein Kratzer, natürlich. Ich habe einen Kratzer gemacht. Ah, automatisch das Safe Game ist deaktiviert. Oh mein Gott! Das sollten wir direkt ändern. Wo war das? Wo steht Gameplay oder so? Stumm? Anzeige, Grafik. Gamepad, Benachricht. Ach, warte, das scheint nicht da. Oder? Nein? Hallo? Ja, steht da unten. Speichern und starten. Autosave an. Aber ich glaube, ich kann auch schnell speichern. Ja, machen wir mal einen neuen Spielstand. Lester anrufen. The first one of those cars is ready to go, Mo. Mo? Oh, Mo Lester. Yeah, very good. Gut. Das ist jetzt aber wirklich eine etwas mäh-hafte Folge. Ist ja fast nichts passiert. Das geht ja mal gar nicht. Der Geber, es war erölt vorhin. Believe it or not, I need a cab. Stay where you are. I got a driver right around the corner. Wonderful. Wunderbar. Taxi? 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 Ah, Taxi! Hallo! Lassen Sie mich rein. Hey, my man, where you going? Bitte mach die Musik leiser! Mach die scheiß Musik leiser, so. Randale. Schneller, schneller. Ich will ein bisschen Randale. Ich will Theater machen und alle töten und so. So. Weil ich immer vergessen habe, die Spezialfähigkeiten von einzelnen Charakteren. Der Franklin kann ja während der Fahrt Zeitlupe mäßig fahren und so. Also Zeitlupenfunktion. Und der Trevor hat so eine Art Rage Mode, wo er quasi in der Zeit unverwundbar ist. Und warum lädt das so lange? Okay. I'm talking about something that's very much post. I told him I'd make a movie about his ass and call it Cunts in America. But that will be the post-ironic use of the word cunt, both offensive and at the same time curiously anodyne. Hey, what the fuck? I find your t-shirt more than a little offensive. If there's one thing I cannot stand, it's post-ironic
hipsters. If you don't like it, you can go back to Canada, dude. Come on, you want a piece of me, huh? Oh, wait. Oh, fuck! Oh, run, fuck! You little fuck! Ich raste aus! Immer diese Hipsters! Mit Mini-Comedy an. Warte, ich muss nachladen. Junge. Ich muss bestimmt ein paar Autos in die Luft sprengen. Komm, ich glaub. Komm, Autos in die Luft sprengen. So, und jetzt. Ja. Ja. Habt ihr ernsthaft mit dem Roller angefahren? Die machen aber kaum Schaden, finde ich. Ein bisschen aufladen. Kommt er mit dem Fahrrad. So. Habe ich alles geschafft? Erledige 10 Gegner mit Kopfschuss. Wahrscheinlich hat nur ein Kopfschuss gefehlt. So, ich mag keine Hipsters, aber ich mag deren Autos. Keiner Mini. So, ich fahre jetzt ganz gemütlich weg. Lalalalala. Wie siehst du denn aus? Okay. Lalala. Mit meinen Kollegen als Beifahrer, der ein bisschen rumschläft, ne? Lalala. Ein Reifen ist platt, ne? Egal. Hipster stört das nicht. So, verabschiede mich jetzt und ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao!